Und willkommen zu einer weiteren Runde Happy Wheels. Ich glaube, davon kriege ich nochmal irgendwann richtig die Halsprobleme. Heute mit dem Level von Transformator. Hallo Manu und willkommen zu meinem Ballfroh. Viel Spaß. Ja, man sieht schon, ne? Schon länger nicht mehr aufgenommen. Schon macht ihr keine Level mehr für mich. Oder weniger Level. Es geht eigentlich relativ gut ab, wenn ich da mal ein paar hochlade. Aber ist ja irgendwie auch normal. Ist ja irgendwie auch normal. Mann, das war ein bisschen einfach. Das war ein bisschen sehr einfach. Die letzte Runde ist einfach schon wieder ungefähr über den Daumen gepeilt. Ein Monat her. Random. Ey, das... Komm, nicht, dass nachher einer sagt, ich hätte geschummelt. Ja, okay. Okay, halt den nervigsten Charakter anstatt den besten. Kann man ja mal machen, ne? Kann man ja durchaus mal nehmen. Hey, ja, ich hab so viel Spaß. Ach man, irgendwie kommt man überhaupt nicht mit dem voran. Ich habe das Gefühl, der ist 100-mal langsamer als alle anderen. Schaas! Oh, 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 da konnte ich jetzt aber gut. Ich glaube, ich bin drüber. Was? Ich war drunter. Wie geht das denn? Da sieht man mal wieder, wie lahm der ist. Dass er sowas nicht schafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nee. Da ist er gestoppt. Jetzt kann ich fallen, springen und fallen und springen und fallen. Gott. Nein, Sekunde. Warte doch mal. Okay, das wird nichts. Gerade eben war ich nämlich drüber und jetzt bin ich, ja, natürlich viel, viel weiter drunter. Ist aber auch anspruchsvoller mit dem Char als jetzt irgendwie bei dem Irresponsible Dad. Komm. Yeah, Spaß! Könnte was werden, könnte was werden, könnte was werden, könnte was werden. Ja, ich habe zwar meinen Kopf verloren, aber egal. Ist ja nicht schlimm, oder? So, dann das Level von dem Fazripa. Das war übrigens ein Level von Hustleman, Mann. Danger, Danger, Danger. Hallo GLP und andere. Ich hoffe, der Lava fit, ja. Was? Du solltest jetzt wieder abwarten, noch, sonst ein sehr schmerzhaften Tod zwischen. Okay, okay. Abonnieren falsch geschrieben, das finde ich nicht gut. Das solltest du schon richtig schreiben, Junge. Weg, 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 weg. Hä, das war schon. Das ist echt kein gutes Level. Ja. Ach man. Warum hatten das so eine gute Bewertung? Okay, 2 Votes. Okay. Frage beantwortet. Hm, ich gebe mir selber mal 5 Sterne. Ey, Tim, kannst du mal ganz kurz dich einloggen und mir auch 5 Sterne? Okay. Und schon. Obwohl, warte mal. Es waren ja nicht gerade 5, sondern eher. Okay. Okay. Noah zockt. GLP.tv Mini Harpoon. Erstes Level, viel Spaß. Nicht so streng. Okay. Damit ich weiß, was ich verbessere. Okay. Okay, was im Video? Was? Nochmal. Nochmal. Es gefällt dir. Ich habe Harpoon gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Und bitte gib im Video deine Bewertung. Okay. Kommt noch Servinos? Ja? Ja? Ach Leute, das ist doch viel zu kurz. Ja, was anderes kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil es einfach viel zu kurz ist. Ich bin innerhalb von 5 Sekunden im Ziel und das ist nicht Sinn der Sache. Warte mal, wie heißt der? Von Chris Gamer. Komm, ich muss entkommen. Oh nein, oh nein. Lebe ich noch? Nee. Hä? Was? Ich verstehe gerade gar nicht, was das da oben sein soll. Ich lebe. Lebe ich noch? Ja, ich lebe. Okay, nicht mehr. Man kann da irgendwie oben das Teil berühren, glaube ich, und dann damit wegfliegen. Fahren, oder? Ich wette, ich kann das Teil dann hochheben. Ja, wenn das mal grabben. Ach man, grab doch mal was in deinem Leben. Ah, so kann ich. Muss ich natürlich auch strecken. Ja, ja! Ich hab's geschafft. Ja! Freiheit!
Und dann? Soll ich da hin oder was? Ja. Ab nach oben. Ja, danke. Danke. Toll gemacht, Spiel. Oh, Mann. Einfacher als ich jetzt dachte. Ich will da rein, um damit zu fahren. Ja, guck mal, das ist sogar Sinn der Sache. Stell dir mal vor, ich hätte das jetzt irgendwie nicht gemacht. Ja, geil. Genau. So ein bisschen doof, ne? Das dann jedes Mal machen zu müssen, das ist nicht so gut gelöst. Alter, ja. Wie soll ich... Ich verstehe das nicht. Ja, geht doch. Komm. Nein. Och, Mann. Ich schaff das einfach nicht. Komm. Nein. Ja. Komm. Oh, halt dich fest. Ja. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Nein, 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 nein. Aufpassen, aufpassen. Oh Gott. Ja. Ja. Ich schaff's. Ach, schade. Schade. Aber mal eine andere Idee, ne? Mal eine andere Idee. Dann das Level von Luketendo HD. GP.TV Impossible. Hi GP, es ist Level. Alles ist möglich. Toyota. Hallo? Ach, oh. Nein, 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 nein. Okay. Timmy direkt mitgestorben. Der ist doch super. Ist so eine dolle Statistik. Am Ende des Tages. Oh Gott. Hä? Das wäre schon gewesen. Hä? Ich hätte einfach nur die... Oh. Ich hätte einfach nur die Münze einsammeln müssen, oder was? Was ist daran jetzt impossible? Also klar, ich kann mir das schon schwer vorstellen, aber... Ob das denn mal den Namen gerecht wird? Sag mal, ich bleib einfach stehen. Kurz stehen und jetzt. Okay, fast getimed. Und jetzt. Ja! Oh Gott, oh nee, okay. Komm, 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 komm. Ich lebe noch, mir geht's gut. Mir geht's relativ gut. Okay, okay. Nochmal von vorne. Komm, und direkt, ja, yeah, über Gesicht rein. Warten, warten, warten. Komm, komm. Go, 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 go. Nein, viel zu spät. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh. Warten, warten, warten und go. Ja, perfekte Storming. Oh, Mann, das war aber richtig knapp. Und... Boah, das war sogar noch ein bisschen knapper. Alter, willst du dich doch verarschen? Kann Timmy das? Ich glaube, Timmy kann... Nee, brauche ich gar nicht probieren. Die schäbige Missgeburt kann sowieso nichts, Junge. Hä? Direkt geschafft? Okay. Ja, ich hab's geschafft. This is doch nicht impossible. Ist eben nicht impossible. Quiz. Von René Runge. Wie heißt du? Die ersten beiden sind richtig. Das dritte ist ja eigentlich nur ich in der ekelhaften fetten Version, die... Oh, du so redet. Oh. So stelle ich mir den vor. Oh. Okay. Oh Gott, wie viele Abonnenten hast du? Circa, nicht schummeln. Seit dem 11.09. Das weiß ich gar nicht genau, aber ich schätze mal, es sind 850. Ja, ich habe richtig gerade. Hui! Wie viele TTT-Folgen hast du? Am 11. September. Da müsste ich schon über... Ja klar, 300 gehabt haben. 305 müssten es sein. Ja! Wisst ihr, warum ich das weiß? Ich benenne die ja nicht, ne? Also ich habe eigentlich keine Ahnung, was da abgeht in diesem Projekt. Aber die Thumbnails haben die richtige Zahl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Thumbnail mache, ein Vorschaubild, dann beschrifte ich die auch nach der Zahl. Einfach um irgendeine Reihenfolge zu haben. Und deswegen weiß ich das ungefähr.
Aber nur ungefähr, ne? Ja, ja. Dann das Level von Censarius, GLP.TV Unfair Indie. Unfair Indie könnte der inoffizielle Nachfolger von Unfair Mario sein. Leider gibt es keinen Todescounter, aber wenn es einen geben würde, wäre dieser schon... Okay, okay, viel Spaß. Gut. Ich bin's, Han Solo, Indie, der Halbtagsprofessor. Durch einen Tipp meines Shoshonen-Freundes habe ich es geschafft, den Legend Warte, gleich kommt's, deren Klappstuhl auszugraben. Leider hat sich hinter mir der Eingang verschlossen. Oh, das ist aber traurig. Oh, Mann! Mir geht's noch gut. Oh Gott, oh Gott. Boah, was ist das denn für ein Level, Alter? Cool, direkt mal den Stuhl verloren. All die Anstrengungen umsonst. Das macht mich traurig. Oh. Okay, ein bisschen instabil, ja, das stimmt. Das ist aber ein tolles Level. Finde ich bis jetzt, glaube ich, das coolste. Weil es mal wirklich was komplett anderes ist, wahrscheinlich. Ich vergehe nach der Bahn in Spielen. Komm, ja, okay. Yeah, ich habe keine Beine mehr. Ah! Genau. Genau. Ist euch mal aufgefallen, dass YouTube schon vor Ewigkeiten angekündigt hat, dass es bald jetzt irgendwie 60 FPS gibt und das immer noch nicht passiert ist? Also hätte ich so ein paar Demo, fuck, so ein paar Demo-Videos von irgendwelchen Herstellern erlaubt oder YouTubern, die das dann testen können, dann hätte ich das doch irgendwie einen Monat später released und jetzt ist das schon... Wann war denn das? Das war ja bei der E3, glaube ich. Also ein paar Monate ist das schon her. Ganz komisch. Haben wahrscheinlich wieder irgendwelche Bugs da drin. Sodass wir erstmal gucken müssen, dass das wieder geht. Oh Gott. Ach, Leute. Hä? Was passiert denn mit mir? Ich verstehe gar nicht, was mit dem abgeht. Was ist denn los bei dir? Was ist denn? Oh Mann! Ich drücke jetzt einfach nur noch nach vorne. Ist mir alles egal. Ist mir alles egal. Ach komm schon. Ja, nochmal vorne. Ja. Nein! Okay. Hast du nicht anders verdient? Ach Mann. Hui. Ja, ja, genau. Ich schaffe noch nicht mal das. Ich werde immer besser, Leute. Ich werde immer besser. Komm. Ja, schön Anschwung und... Alter. Was? Hä? Wenn ich glaube, wenn ich immer wieder drücke, dann werde ich sogar noch viel, viel schneller. Als wenn ich jetzt nur zwischendurch mal drücke. Je schneller ich das drücke, desto schneller. War das so? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich hätte einfach gedrückt. Das geht schon. Ja! Komm! Ja, Alter, er hat es echt geschafft. Nein, ich versuche immer mit dem Teil so nach vorne zu drehen. Sodass ich halt das Teil wegkicke. Ja. Nein! Oh Mann, wie knapp. Komm. Nein, was machst du denn, Alter? Ja, okay, da kann ich, glaube ich... Das wäre richtig witzig, wenn ich das so... schaffen würde. Ja, fahr weiter, du schaffst das. Ja, und ich auch. Ah. Genau. Ich kann nicht damit aufhören. Ich will wissen, was dahinter ist. Komm schon. Und, oh Mann. Ja. Am Anfang sah es nicht so schwer aus. Aber irgendwie, weiß ich nicht, die Stelle da oben ist ein bisschen ekelhaft. Oh, nee. Komm. Es geht gar nicht. Wie soll das denn... Also klar geht das Level, aber wie soll denn das gehen, dass ich das da irgendwie wegkick? Da muss ich den Wagen ja komplett umdrehen. Komm. Ja, komm. Doch, einfach mal da hoch. Oh, ja. Ich bin in dem Teil. Macht Spaß. Ja. Problem da, ich war jetzt, glaube ich, so krass durch das Teil durchgedrückt, dass mein Kopf einfach halt
durchgedrückt war und der dann dadurch kaputt gegangen ist. Keine Ahnung. Ob das so wirklich war, könnt ihr in der nicht vorhandenen Zeitlupe sehen, Leute. Ach man, oh ja, guckt euch, ja! Ach man, er hatte gerade so viel Spaß. Ich glaube, den freut das. Der hat hier gerade so eine Karre gefunden, denkt sich, boah Mann, damit wollte ich schon immer mal fahren. Der dachte sich, Mann, damals gab es dieses Spiel, Happy Wheels, das habe ich mit 15 gespielt. Und irgendwie sehe ich ja so aus wie der Typ von damals in Happy Wheels. Und ich benutze auch gerade dasselbe Gefährt. Und dann ist ihm aufgefallen, dass das ein Zeitparadoxon war und er eigentlich selber die Happy Wheels Figur ist. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, okay, das kann ich, glaube ich, knicken. Oh, komm, 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 ich will... Och, Mann. Okay, ich höre schon auf. Ich höre schon auf. Gut, wenn ihr weiter sehen wollt, wie das da abläuft, was da abgeht, guckt euch das Level an. Das war, glaube ich, jetzt auch der Beste. Ich habe ja nichts an der Stange gehalten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht in einem Monat, vielleicht in 8, vielleicht auch schon in 2 Tagen. Ich weiß es nicht. Ich habe ja gerade die ganzen Slots soweit belegt und nur am Wochenende kommen halt 3 Videos oder vielleicht sogar 4. Das ist halt ein bisschen special. Ja, dann bewertet den Part. Guckt in der Happy Wheels Playlist vorbei. Der Link dazu ist direkt oben in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns da in der Vergangenheit. Tschüss.